Guten Morgen Welt, wir haben jetzt 10 Uhr, da ist noch Winterzeit, aber fast 10 Uhr, 5 vor 10. Da irgendwo. Es ist Freitagmorgen und ich mache mich gleich auf meine wahnsinnige Reise quer durch Deutschland. Ich komme gerade aus der Dusche und muss jetzt gleich noch packen und aufräumen und hier ist noch nichts gemacht, alles noch schreckliches Chaos. Es wird ein lustiger Tag. Ich bin gerade fertig mit Frühstücken, fange gerade an zu packen. Habe gerade Öl gecheckt. Ich habe schmutzige Finger. Wir haben jetzt genau kurz nach 12. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich werde jetzt erst diese formschönen Koffer in dieses formschöne Auto quetschen. Und dann bin ich schon unterwegs. So, Autobahn 30 Kilometer südlich von Aalborg und Luft ist drin. Das Ganze sonst keinen Schwanz. Wir sehen hier wunderschönen Grenzübergang. Herzlich willkommen zurück in Deutschland. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Zweiter Tankstopp. Kurz irgendwo zwischen Hamburg und Flensburg. Mir platzt zwar eigentlich die Blase, aber die haben mir sinnvollerweise nur diese schicken, wie heißt es, Sunnyfair-Zeug, Klos. Da muss man 50 Cent einwerfen. Jetzt komme ich. Also, nächster Raststopp, Rastplatz. Und ich hoffe, ich kann meine Blase da erleichtern. Schön, fängt ja gut an. Yay! Selbstverständlich stellt sich raus, dass ich relativ spät dran bin. Und selbstverständlich passiert was? Kurz bevor ich da bin, Stau. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 30 Minuten. Ich bin jetzt also in Hamburg. Dreiviertel Stunde zu spät. Auto steht wunderbar. Erste Station haben wir jetzt hinter uns. Wir haben jetzt 8:45. Ich komme gerade vom Fußball, 2-1 gewonnen, sehr gut. Ich bin zu gleichen Teilen begeistert und überrascht, bis fast entsetzt, dass ich es auf Anhieb gefunden habe. Ich musste U-Bahn, Bus fahren und laufen und doch habe ich schon das Zuhause von Jus gefunden. Und. Das Auto steht noch. Kein Strafzettel. Boah, heute ist mein Glückstag. Freitagnacht, 1 Uhr. Koffer, Auto, ab nach Gels. Das ist ein Rastplatz. Und zwar der zweite, an dem ich jetzt hier schon gehalten habe. Der Zuhat. Wir haben 2:30 Freitagnacht. Das ist jetzt mein Abendbrot. Ich habe nur eine Tankstelle gefunden, die endlich mal mir wenigstens irgendetwas zu essen geben kann. Besser als ja nicht. 3:20 Uhr, Nordrhein-Westfalen. Willkommen zurück im Ruhrgebiet. 4:15 Uhr. Wir fahren soeben auf den Hochfrüsener. Wir sind jetzt da. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch warten müssen, damit es endlich losgeht. So eine Dreiviertelstunde, wahrscheinlich länger. Ich bin hundemüde. 5:15 Uhr, ab nach München. So, wir haben jetzt 10:45 Uhr, frisch in München angekommen. Peter! Scheißmüde, einen Burger gegessen. Ich bin hungrig. Wie spät haben wir? Ja, du sollst dich fotografieren, du sollst dich fertig machen. Geht los. 4:11 Uhr, Kleidungsprobe. Jan macht Stress. Ja. Unterwegs. Wir kommen jetzt runter. Ab ins Stadion. Musik bleibt an. Riesenstress hier. Ne? Ja. Frisch Zähne geputzt, geduscht. Ich fühle mich wieder menschlich. Jetzt müssen wir nur noch was essen. Und dann geht's mir gut. Wir haben 20 nach 11. Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Ja, auch sehr gut. Jetzt wird es langsam Zeit für ein köstliches Kaltgetränk.
Und was zu essen. Sehr gut. Ich nehme Orangensaft. Ich auch. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? Wie spät haben wir? Wir sind hier auf dem Sack mit deiner Schale. 10 vor 12. 10 vor 12, Samstagvormittag. Wir stehen vor diesem komischen Gebäude. Hunger haben wir immer noch. Haben wir Hunger? Was? Haben wir Hunger? Ja, Hunger, Hunger haben wir. Hunger haben wir. Nicht leer getrunken, wir haben gerade gegessen. Wir sind noch im Hofbräuhaus. Wie spät haben wir? Unvergleich, 2 Uhr, kurz 5 nach 2. 5 nach 2, Samstagnachmittag. Aus dem Hofbräuhaus ins Stadion. Und der Peter ist betrunken. Ja. Mich auch. Aber kommt das ins Internet? Ich bin noch hier mit meinem Edelstoff zu. Aber Export Edelstoff, ne? Aber Export Edel. Wie viel hat der Novak noch? Kommt das ins Internet? Oha. Ich denke mir, oh. Oh, guck mal hier. Können wir mal gehen hier? Gehen? Gordon, komm raus. Komm raus. Elf Dreier schießen eben, komm. Wir haben jetzt Viertel nach neun? Viertel nach neun haben wir erst? Viertel nach neun. Samstagabend. Ja, das ist doch die ganze meine, Scheiße. Fick das ist mein Käfig dich, voller Alter. Narren. Das ist mein Sack Flöhe, den ich versuche zu hüten. Wir gehen jetzt schön bei McDonald's. Endlich was essen. Hunger. Hunger. Samstagnacht. 10 Uhr. Nacht. Abend. 10 Uhr. Direkt vor 4 Jahreszeiten. Mir ist gerade, ich bin mir zu 80% sicher, dass mir ein ehemaliger gute Zeiten, schlechte Zeiten Star entgegengekommen ist. Und jetzt versuche ich die betrunkenen Leute einzufangen. Spaß pur. Samstagnacht, 11 Uhr, wir sind im Max und Moritz, endlich angekommen, irgendwo drin. Seit wir drin sind, schon fünffach so viele Leute drin. Unglaublich. Wir haben jetzt 10 vor 4. Der Mac ist betrunken. Hallo? Ich bin müde, wir gehen nach Hause. Die anderen sind noch aus und sind hart. So, steigen wir aus dem Taxi. 15 Euro. Scheiß teuer. Ja. Finde ich auch. 4:05 Uhr. Scheiß lang. Gute Nacht. Die Halblederausstattung ist neu. Wir haben jetzt 12:30 Uhr morgens, Sonntag. Und noch kein Frühstück, ich habe Hunger.